Hallo Leute, hier ist die Wolf Games. Ich bin mit dem Account I'm Spider hier bei Shodan eingeloggt und ich sammle quasi sogenannte Racks, damit ich für den Smog and Double Suspect Test voten kann. Da muss man quasi auf beiden Ländern, auf der aktuellen und auf der Suspect Test Ladder. Der Unterschied zwischen den beiden Ladern ist, dass auf der Suspect Test Ladder Megas Elements nicht erlaubt ist. Das ist das Pokémon, was gesuspectet wird, und auf der Current ist es eben erlaubt. Und mir fehlt auf beiden nur noch ein Sieg, dann habe ich über 2200 auf beiden erreicht und kann dann auch abstimmen. Beziehungsweise muss ich mir erstmal registrieren und dann, wenn ich abstimmen darf, dann kann ich auch abstimmen. Ich bin eigentlich sehr dafür, dass Megas Elements gebannt wird, einfach weil es sehr, sehr stark ist. Besonders mit Jirachi, weil Jirachi die ganzen Eisstrahlen und so weiter abfangen kann und sich so Megas Elements einfach hochboosten kann. Und es muss ja nicht direkt sich hochboosten, es kann erstmal warten, bis die Checks in Anführungszeichen weg sind, und dann kann es anfangen, sich zu boosten und gewinnen. Und es tut einfach sehr weh, so ein Plus 1 Aerialate Double Edge. Aber ich glaube, ich pausiere mal, bis ich einen Kampf finde, weil die Suspect Test Ladder ist etwas tot und ich würde mal sagen, bis gleich. Gut, da ich jetzt quasi mehr als 10 Minuten hier gesessen habe und gewartet habe, glaube ich, suche ich einfach mal auf der Current Ladder einen Kampf und gucke mal, dass ich danach einen auf der Suspect Ladder finde. Zur Not muss ich einfach eine Stunde warten, bis es irgendwann losgeht. Und da finden wir hier aber schon einen Kampf gegen ein interessantes Team. Ich passe das hier mal kurz an. So. Ein Drapion. Sonst sieht alles, na, bis auf Mega Altaria, ziemlich Standard aus. Ich denke mal, das ist dann noch spezialangreifendes Altaria, weil als Dragon Dance physischer Angreifer ist Megas Elements dann doch was besser, aber gut, da bin ich auch etwas in Singles, also keine Ahnung. Mal gucken, womit ich hier leaden werde. Mega Kanga hat Spaß, aber man hat es immer. Ich muss im Kopf behalten, dass Shaymin Sky ja Earth Power lernt. Das durfte ich auf den harten Weg lernen, das war nicht so schön, aber okay. Kanga plus. Ich kann mir vorstellen, er wird mit Lanerys T leaden. Das heißt, da möchte ich was gerne haben. Obwohl Kanga plus. Na, nehmen wir Thunderous. Einfach weil ich dann das Landless T HP Eisen kann und was sonst kommt, keine Ahnung. Dragonite, ja, das passt doch beides. Jetzt kann ich Landless T Fake outen und Dragonite eine schöne Funaway verpassen. Das ist doch perfekt und dann mal gucken, was passieren wird. Mega Kangaskhan ist immer noch gut in Doubles. Ich habe jetzt hier im Doubles kein Mega Elements Team, beziehungsweise das war mein Mega Elements Team, aber Mega Elements war auch nicht so gut, deswegen habe ich durch Mega Kangaskhan ersetzt und es wirkt Wunder. Ich stehe auch wirklich gar nicht schlecht auf Valetta, obwohl ich wenig Ahnung eigentlich von Doubles habe, aber naja, passt alles. Und Ice Punch, ja. Freeze, nein! Gut, das ist doof. Nee, das ist richtig doof. Ich überlege, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich Power Punche einfach das Dragonite, damit ich auf plus 1 komme. Damit Zucker Punch nachher das Lanerys T ausnocken kann. Ich glaube, es ist Choice Band, weil er macht aber viel zu viel Schaden. Ich bin Bulky Thunderous. Also mit Zitrusbeere und dann HP-EVs und Defensiv-EVs und ja. Hoffe mal, dass ich auftauche und das Lanerys T mit einer HP-Eis treffen kann. Das wäre schön. Komm, Thunderous. Gut, wir kommen zu plus 1 jetzt mit Kangaskhan. Das ist perfekt. Denn das sollte man nicht unterschätzen. Und ja! Ich tau auf und nein, werde aber geflincht. Ah, das ist schade. Und nein, er verbrennt mich auch noch. Was ist hier los? Oh nein. Mist. Oh Gott. Er wird mit Lanerys T die Rockslide jetzt auf Thunderous missen. Das sage ich jetzt einfach. Oh Gott. Und er wollte E-Speeden. Ach komm, bitte. Ah, und natürlich verfehlt er nicht. Ganz schlechter Start für mich, ganz schlechter Start. Wow, der Schaden einfach. Mega Kangaskhan. Das Problem ist, ich habe Sash auf meinem Tracheon und möchte jetzt eigentlich nicht den direkt verlieren. Ich glaube, ich habe. Doch, ich habe eine Wahl. Ich kann die Atran reinholen. Weil ich jetzt einfach Heatwaven kann. Ich hoffe, er wird meinen Kangaskhan E-Speeden. Im Fall, dass es aber nicht tut. Obwohl.
Ja, ich habe eher Angst vor dem Dragoran, weil ich nicht weiß, was er machen wird. Deswegen kill ich das besser mal mit dem Sucker Punch, weil falsch. Falls er Erdbeben hat, dann habe ich da ein kleines Problem und Kangaskhan überlebt sogar was, aber nicht wirklich meddert, weil ich sterbe eh durch die Verbrennung. Gut, Dragonite und Lenore's Tea sind weg. Das ist schön für meinen Heatran, muss ich sagen. Aber er hat immer noch Shaymin Sky in der Hinterhand und jetzt ist mein Thunderous weg. Was mich dann doch was nervt, aber naja, das passiert halt eben. Ich denke mal, Lenore's wäre ziemlich sicher. Einfach weil ich das Shaymin Sky rocksliden kann und Darkrai U-Turn und beide Möglichkeiten werden mir hier geliefert. Also mal gucken, was ich. Wofür ich mich entscheiden werde. Ja, ich muss nur mal gerade gucken, ob ich die Zitrusbeere habe, weil in meinem VGC-Team, das ich mir schon gebaut habe, habe ich quasi dasselbe hier genommen und da habe ich Sugarberry drauf. Das heißt, ich könnte eine Earth Power überleben, aber nicht mit einer Zitrusbeere. Doppel-Rockslide sollte aber jetzt angebracht sein. Einfach protecten, da ich jetzt nicht von einer Earth Power getroffen werden will. Und ja, Rockslide ist auf jeden Fall ein Tweet-KO. Ich glaube. Oh, ich flinche ihn sogar. Ich glaube. Oh, Blizzard! Oh, gut, dass ich verfehle. Oh mein Gott. Okay, ich kann jetzt aber einfach Heatwaven, weil, ja, sein Shaymin stirbt und es ist stärker als seine Flashcan auf dem Darkrai. Blizzard, bitte misst nochmal. Ah, perfekt. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen Hex, aber ihr müsst auch verstehen, dass das ein 70%iger Move ist, der nicht oft treffen sollte und er mich gefreezed hat und geburnt hat. Also, passt das eigentlich. Ich Rockstar, denke ich mal, und Flashcan. Ah. Gucken wir uns das mal an. Na doch, Rockslide und. Obwohl. Ich Earthpower das Rapion, weil es, glaube ich, ein eheres Problem ist als das Altaria. Weil ich glaube, Altaria kann nicht viel. Weiß. Okay. Habe ich schon mal erzählt, dass die Ladder von Doubles nicht gerade die beste ist. Muss ich nur mal kurz sagen, also sowas passiert öfter. Aber hey, wir haben den Gegner besiegt und ja, wir stehen auf der Ladder. Wir haben den Coin von 2200 auf der Current Ladder erreicht. Das heißt jetzt nur noch auf der Suspect Ladder und dann mal gucken. Ich pausiere mal und hoffe, dass wir innerhalb von 10 Minuten immerhin den Kampf bekommen. Sonst muss ich halt eben warten, bis der Kampf kommt. Also bis gleich. Und wir haben einen Kampf gefunden. Wow. was soll ich dazu sagen? Kanga, Trent zerstören ihn irgendwie. Aber, ja. Dann. Es ist quasi, um zu zeigen, wie die Ladder so ist und. Ja. Ihr hört meine Freude. Gut. Ja, auf jeden Fall. Powerpunche ich sein. Umbreon, ich glaube auf plus 2 bin ich nämlich besser und kann eigentlich alles killen. Ja, sollte funktionieren. Aus RV playt mich jetzt, das wäre natürlich blöd. Der Lightscreen war eine kluge Entscheidung und Confused Ray das falsche Pokémon. Ja. Er wird jetzt einen Reflektor aufsetzen, das heißt ich Power Punch einfach nochmal. Und Heatwave einfach nochmal, das dürfte eigentlich perfekt sein. Aber er Protected, das ist ein guter Play, deswegen. Okay, ich hätte gedacht, er hätte vielleicht Angst vor dem Sucker Punch, aber ist auch egal. Ich meine, wir haben den Schaden hier gesehen. Es ist ziemlich irrelevant. Power-Up Punch und dann nochmal eine Heatwave, weil. Ja. Jetzt ist auch sein Espeon tot, falls ich die Heatwave treffe, denn ich weiß nicht, ob ihr euch mit Doppelkampf auskennt, aber Heatwave ist einer dieser sogenannten Spread Moves. Das heißt, der Schaden, wenn es. Nochmal. Wenn eine Attacke zwei Pokémon trifft, dann macht sie weniger Schaden im Doppelkampf. Und ja. Außer wenn die beiden Gegner tot sind. Also einer von den beiden, dann macht es wieder normalen Schaden. Aber ist auch wurscht. Du gehst weg. Warte, nein. Eigentlich bist du das größere Problem. Einfach weil Sylveon mit Specs Hyper Voice ziemlich böse im Doubles ist, weil es auch beide trifft und dann. Ja. Was? Double Edge? Oh mein Gott. Ja. Das ist die Suspect Ladder von Smogon Doubles. Ich war auch mal irgendwie auf Platz 13 hier, weil keiner hier spielt. Es ist sehr seltsam. Frag mich bitte nicht, warum, aber ja.
So ist das eben. Und ich habe mich kein einziges Mal getroffen, Herr Tran. Wow. Durch den, durch das Lichtschild. Knockt es einfach das... Oh, wow. Okay, und ich glaube, das Glaceon sollte jetzt auch kein Problem sein. Na gut, und ich denke mal, damit bin ich qualifiziert für den Suspect-Test. Yay. Ich kann versichern, dass es auch einige ernsthafte Kämpfe gab im Suspect-Test. Man trifft nicht immer solche Leute an. Es ist nur sehr nervig und es passiert halt einfach. Man sieht hier auch hier einen 250er-Punkte-Unterschied. Sollte eigentlich nicht passieren. Das Problem ist einfach, wenn so wenige Leute auf der Suspect-Ladder kämpfen, dann wird man irgendwann zwangs zusammengemischt und dann ist das halt eben so. Aber gut, bei beiden über 2200 und ja. Ich wollte eigentlich nur kurz zeigen, dass ich daran teilnehme, dass ihr auch daran teilnehmen könnt. Ich weiß aber nicht, ob es eine Qual wird, jetzt an der Suspect-Ladder noch irgendwas zu reißen. Als ich dran teilgenommen habe, war sie noch einigermaßen aktiv. Jetzt gegen Ende wurde es aber auch so, wie ich es gerade präsentiert habe. Also, ja. Ihr könnt es aber trotzdem mal versuchen, falls ihr Spaß am Doubles habt. Und ihr könnt auch mal sagen, was ihr dann über den Mega Man Spun, also Suspect, die Diskussion im Doubles hält. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Bis dann und ciao.